Ja, moin. Letzte Woche habe ich es endlich mal wieder geschafft, zum Fotografieren zu fahren. Ich war mit der Familie in Mecklenburg und das nutze ich eigentlich immer dafür, dazu aus, mal an die Ostsee zu fahren. Und das habe ich diesmal auch getan. Ich habe Anke angerufen. Anke kenne ich von Instagram. Wir waren schon ein paar Mal zusammen auf dem Darßen fotografieren und deswegen haben wir uns auch diesmal wieder verabredet. Wir hatten da einen sehr schönen Nachmittag. Die Verhältnisse waren leider nicht die besten. Aber das war uns total egal. Hauptsache raus, die Natur genießen, die Ostsee genießen. Ja, ich war total euphorisch, weil, wie gesagt, lange nicht mehr draußen gewesen. Was mich auch dazu verleitet hat, ein bisschen überschwänglich zu sein beim Fotografieren und wirklich nicht so richtig zu konzentri nicht richtig konzentriert zu sein. Auch so, mich so ein bisschen meine Routine auch verloren gehabt. Dadurch habe ich leider auch so ein, zwei Fehler gemacht, die ich sonst nicht mache. So habe ich zum Beispiel den Bildstabilisator der Kamera angelassen, obwohl ich vom Stativ fotografiert habe. Das ist so ein, sag ich mal, so ein kleiner Anfängerfehler. Das Problem dabei ist, der Bildstabilisator versucht, irgendwelche Sachen auszugleichen, die eigentlich gar nicht da sind. Und deswegen sollte man den, wenn man vom Stativ fotografiert, immer ausmachen, weil sonst wären die Bilder einfach nicht scharf genug. Das hat mich so ein bisschen, ja, ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, weil ich bin umgezogen und ich wollte eigentlich für die Wohnung mehr ein Panorama machen. Ja, und das habe ich so ein bisschen dadurch versaut. Das ist so ein bisschen, ja, leider so ein bisschen unscharf geworden. Das hat mich ein bisschen geärgert. Gut, dadurch, dass die Verhältnisse jetzt nicht die besten waren, ist es nicht so schlimm. Ich kann also nochmal hingehen. Das Gute ist, ich weiß jetzt, wo ich das am besten machen kann. Also habe eine gute Location dafür gefunden. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn, ja, das Bild technisch dann in Ordnung gewesen wäre. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, das Video zu zeigen, euch auch die Bilder zu zeigen. Vielleicht denkt ihr auch, es ist irgendwie Jammern auf hohem Niveau, was ich hier betreibe. Aber irgendwie, naja, für mich ist es nicht gut genug. Deswegen habe ich jetzt mich entschieden, ja, das Panorama zum Beispiel nicht zu drucken und an die Wand zu hängen, sondern lieber nochmal hinzufahren, auch wenn die Verhältnisse ein bisschen besser sind. Und dann das Panorama nochmal neu zu erstellen. Ja. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, auch wenn es, ja, wenn es halt nicht so pralle ist, aber ich habe mich entschieden, es trotzdem zu zeigen. Gut, viel Spaß dabei. Ich habe eben schon erzählt, dass ich umgezogen bin und ich suche jetzt noch ein Panorama für mein Wohnzimmer, wollte ich gerade sagen, natürlich für den Flur. Und da habe ich mir vorgestellt, ich mache das hier am Weststrand.
ein bisschen das Seegras im Vordergrund, dann ein bisschen Strand und ein bisschen Wasser, so ganz minimalistisch. Dafür habe ich jetzt erstmal mein Stativ absolut gerade ausgerichtet. Das habe ich mit Hilfe dieses Levelers gemacht. Und dann dem Stativkopf rauf und als nächstes die Kamera auch gerade ausgerichtet. Ich bin jetzt im manuellen Fokus. Ich habe alles manuell eingestellt. Die Belichtungszeit, die ist bei einer 125. Sekunde. Die habe ich ein bisschen schneller genommen, weil sich das Gras hier manchmal durch den Wind ein bisschen bewegt. Das möchte ich schon scharf haben. Dafür habe ich jetzt eine ISO von 400 eingestellt und eine Blende von 16. Und wenn ich jetzt das Panorama mache, achte ich sehr darauf, dass ich, wenn ich das Pano bewege, die Kamera bewege, dass ich immer ein Drittel Überlappung habe, sodass ich später keine Probleme habe, das Panorama in Lightroom zusammenzufügen. So, das mache ich jetzt mal schnell. So. Ein Foto. Das nächste Foto. Das Schöne ist, hier vorne liegt so ein alter Baum, also so ein alter Ast vom Baum. Das ist die falsche Schraube genommen. Immer wieder passiert mir das. Den habe ich hier schon im Vordergrund, das gefällt mir ganz gut. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass man auch den Weißabgleich nicht auf automatisch stellt, sondern auf manuell, damit man keine Farbverschiebung hat. Nachher später. Okay, und ich mache das Panorama immer ein Stück weiter, als ich eigentlich haben möchte, damit ich nachher noch ein bisschen Platz zum Schneiden habe. Sag mal, was ist denn heute los hier? Das gibt's ja nicht. So. Jetzt kriegen wir auch so ein bisschen Seitenlicht. Das gefällt mir ganz gut. Ja, sehr gut, das war's. Wir werden jetzt mal ein bisschen weiter gehen, gucken, ob wir noch was anderes finden. Sonnenuntergang haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Man sieht ja, die Sonne, die steht schon ein bisschen, die steht noch ein bisschen höher. Das ist jetzt 10 vor 4, Viertel vor 6 ist der Sonnenuntergang. Also ein bisschen Zeit haben wir noch, uns hier ein bisschen umzugucken und was zu finden. Bis dahin. Also ich habe jetzt hier das erste Sturmopfer gefunden. Das sieht so ein bisschen an der Düne. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil ich jetzt hier genau rauf gucke und ihr mich anguckt. Das ist so ein alter Baum, der hier zusammengebrochen ist und der Last des Sturmes und sich Richtung Strand lehnt. Und der kommt jetzt hier bei mir, wenn man sich das im Bild anguckt, aus der unteren linken Ecke und geht so nach oben Richtung Dünen. Da will ich jetzt mal ein Foto von machen. Und zwar werde ich da wieder mehrere Aufnahmen machen, also eine Belichtungsreihe sozusagen. Und zwar mache ich jetzt hier 5 Bilder mit 5 unterschiedlichen Belichtungszeiten. Das mache ich jetzt einmal. Ich bin hier wieder bei einer Blende von 16. Da sind leider gerade ein paar Wanderer hier im Weg, deswegen muss ich das gleich nochmal machen. Die gucken sich natürlich jetzt auch den Baum an, muss ich mal einen kleinen Augenblick warten, aber es sollte nicht das Problem sein. Ja, und wenn die wechseln, dann mache ich das Foto einfach nochmal.
Ja, und dann zeige ich euch das Ergebnis mal hier hinten auf der Kamera. Und wenn es gut geworden ist, natürlich auch auf dem Rechner nachher, ne? Ja, ich habe jetzt hier mal eine etwas tiefere Position eingenommen. Ich habe hier eine vertikale Komposition gefunden, wieder ein Baum, der hier runtergestürzt ist von der Düne, der so nach oben führt. Das gefällt mir sehr gut. All die Weile nämlich auch, da oben noch zwei so Windflüchter stehen, die mir sehr gut gefallen und die ich mit im Bild habe. Ja, das habe ich jetzt mal probiert. Und mit dem Ergebnis, ja, also zumindest auf der Kamera, bin ich sehr zufrieden. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Hinter mir sehen kann, liegen hier doch ein paar entwurzelte Bäume am Strand. Leider reichen die heute nicht ganz ins Wasser rein. Das liegt daran, dass wir heute bisher wenig Wind haben. Bis vor heute Nacht ist mal wieder Sturm angesagt, aber das nutzt mir jetzt natürlich leider nicht so viel. Der Himmel am Horizont, da ist jetzt alles grau und flach. In einer Dreiviertelstunde soll Sonnenuntergang sein und ich vermute mal, ja, das wird heute nichts. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch mal versuchen, ein bisschen was hier zu finden. Wenn nicht, ist es eben auch nicht so schlimm. Ich habe da vorne mein Panorama aufgenommen, bin schon sehr gespannt, wie das geworden ist. Und ja, auch hier am Strand noch ein, zwei Fotos gemacht, mit denen ich glaube, ich ganz zufrieden bin, zumindest wenn man das auch auf der Kamera sieht. Ja, es würde mich freuen, wenn euch das Video wieder gefallen hat. Nach langer Zeit endlich mal wieder und ich hoffe, es kommt jetzt wieder regelmäßig. Deswegen abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert das Video, es würde mich wirklich sehr freuen. Bis später!